Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen ein neues Auto. Noch sind wir 5, aber bald schon 6. Ich glaube, wir brauchen einen Charan. Brauchen oder möchten? Naja, mein Mann hätte schon gerne was Sportliches. Wir wollen was Sportliches und gleichzeitig viel Platz. Jetzt kommen Sie mir nicht mit so einem riesen SUV. Den brauchen wir nicht. Der Touran ist ein Minivan. Mini? Der neue Touran. 7 Sitze und 170 PS. Und jetzt sind Sie dran. Da ist immer dieses komische Geräusch. Und meistens, wenn ich an der Ampel stehe. Das ist irgendwie so ein Gewimmer, ja. Gewimmer? Ach ja? Da war's wieder. Das ist so ein Gemurmel. Oder ein Geschrummel. Ich versteh's nicht. Gut, das Dach haben wir geprüft. Kraftstoff? Voll. Reifendruck? Perfekt. Gut, dann müssen wir nur noch... Oh, Entschuldigung. Frau Martinsen, Sie bereiten jetzt am besten schon mal die Blumen vor. Und Sie, Herr Blümke, stellen den Tageskilometer auf Null. Herr Brinkmann kommt heute Nachmittag um 18 Uhr und bekommt, wie alle unsere Kunden, ein tadelloses Auto. Vergessen Sie das Wasser nicht. Für die Blumen? Für die Scheibenwischanlage natürlich. Oh. Und Schatz, habe ich Sie zu viel versprochen? Na, wenigstens sieht er gut aus. Möchten Sie ihn mal fahren? Was? Einfach so? Jetzt sofort? Einfach so, jetzt sofort. Sie sind gut. Dankeschön. Kommen Sie doch mal gerade mit. Also der Auspuff kann es nicht sein. Aber Herr Ede, bitte, ich bilde mir das doch nicht ein. Ich höre es doch auch. Ich weiß es nicht. Spüren Sie dieses sanfte Abrollen? Ja. Und wie die Gänge leicht ineinander greifen. Oh ja. Wie der Wind durch das Haar weht. Okay, Sportsfreund, Sie haben es geschafft. Wo muss ich unterschreiben? An meinem Schreibtisch. Haben Sie den Schlüssel? Bitte schön. Jetzt habe ich es auch gehört. Da war es ganz deutlich. So ein unregelmäßiges Rezuffeln. Ja, genau. Da geht doch ein leichtes Vibrieren einher. Genau, und was ist es jetzt? Verführerisch. Naja. Und der Rest funktioniert eigentlich, wie Sie es in Ihrem derzeitigen Fahrzeug kennen. Oh. War das Wasser doch für die Blumen? Frau Siegel, schalten Sie doch mal Ihren iPod aus. Jetzt ist es weg. So, Herr Bauer, hier haben wir Ihre Rechnung. Unter den Jobbezeichnungen A, B und C finden Sie, was wir gemacht haben. Hier unten sehen Sie, dass wir die Kühlflüssigkeit und das Öl frisch nachgefüllt haben. Ah ja, da läuft ja jetzt wieder alles wie geschmiert. Und was ist dieser Posten? Das sind die Arbeitsstunden. Ganz unten sehen Sie die aufgelisteten Posten nochmal zusammengerechnet. Aha, und was haben Sie in meinem Fußraum gemacht? Den haben wir gesaugt. Das machen wir immer und ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Ach, das ist ja nett. Da fällt mir ein, haben Sie dabei zufällig Ihren Ehering gefunden? Ja, haben wir. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Das haben Sie sich gemerkt? Natürlich. Erstaunlich. Dankeschön, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Und wie gesagt, wenn es technische Fragen gibt, wenden Sie sich direkt an Herr Böhmke hier. Um Inspektionstermine und alles weitere Administrative kümmert sich ab heute Frau Martins. Na dann kann ich ja nur hoffen, dass die erste Inspektion nicht zu lange auf sich warten lässt. Ciao. Ciao, Bella. Was ist denn? Volkswagen, das Auto.